Willkommen zurück, Leute, bei Professor Layton und die Maske der Wunder. Wir sind immer noch in den Ruinen von... Akbadain. Wir sind jetzt mittlerweile auf Ebene 7. Und ich hoffe, wir sind bald da. Wir kommen dem Schatz von Aslan... Schatz. Von Aslan immer näher. Hörsch, ich kann es spüren. Na, dann will ich deinem Gespür mal vertrauen. Wir sind schon sehr tief. Wie weit es wohl noch ist? Jetzt erzähl mir nicht, dass hier die Puste ausgeht. Nein... Nein, das nicht. Ich habe über diese Ruinen nachgedacht. Sie sehen nicht wie die Überreste einer Stadt oder Siedlung aus. Aber was war dies dann für ein Ort? Hm, gute Frage. All die Fallen und die schweren Steinmauern dienen wohl der Verteidigung oder zum Schutz. Ich gehe davon aus, dass der Weg mit jedem Schritt gefährlicher wird. Frag mich, wenn du Hilfe brauchst. Das werde ich. Das verschollene Vermächtnis der Aslanti. Was für ein Schatz mag sich wohl dahinter verbergen? Ja, ein Schatz halt. Wollen wir den oberen oder den unteren? Es ist vollkommen egal. Okay. Es ist vollkommen egal. Yay, Schätze! Ein Rätsel. Oh, ich bin auf was gestoßen. Sieht aus wie ein sehr ungewöhnliches Rätsel. Fast so, als hätten es die Atlanti hier vertragen. Du bist völlig durchgeknallt, Alter. Das Wasser, weiß es? Neben einer versperrten Tür steht ein Wasserbecken mit Glaswänden. Wasserbecken. Davor liegen Kugeln aus Holz und Metall, an denen Seile mit Zahlenplättchen befestigt sind. Ermittle diejenigen Plättchen, die an der Tür angebracht werden müssen. Zugang verschafft dir nur das Wasser... Der Code ist 9, 9, 4 und 5. Nur in welcher Reihenfolge, das weiß ich nicht. Weil wenn wir das Wasser rauslassen, dann schwimmen die mit den Holzplättchen oben. Oder vielleicht wollen die auch genau die dann. Über welche Reihenfolge? Wenn wir anfangen bei der ersten Kugel und der zweiten, dann haben wir 9,5. Und dann bei der dritten, die geht zu der anderen 9 hier unten, dann haben wir 9,5, 9,4. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aber nach irgendeiner Reihenfolge müssen wir uns ja richten. Hier ist meine Lösung. Weil das Wasser weiß ist. Rätsel lösen liegt mir einfach. Ja, genau. Ach so, die unterschiedlichen Schnurlängen. Diese antiken Rätsel sind Teil des Erben von Aslan. Wir müssen sie aufbewahren und katalogisieren. Dann kann sie jeder lösen, der sich dafür interessiert. Mir fehlen eh voll viele Rätsel. Mir fehlt eh voll viel alles. Rätselkammer 9.
Ich weiß gerade noch nicht, was ich da mache. Bitte fragt mich nicht. Weg. 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 So, oh, ach so. Hä, wieso überhaupt? Was habe ich denn jetzt gedacht? Ich war irgendwie gerade verwirrt. Sorry. Gott sei Dank, nur Rätselkammern, keine Zombie-Kammern. Ich mag die Mumienkammern irgendwie nicht. Die machen mich etwas nervös. Also, pass mal auf. Das ist toll. Die Rätsel werden immer anspruchsvoller, merkt ihr's? Würdest du die Kugel mal hochschieben? Ich glaube, ich habe es komplizierter gemacht. Egal. Als ich es eigentlich hätte machen müssen. Was denn? Ich würde gerne wissen, was im Herzen dieses Gewölbes auf uns warten. Gold und Silber? Berge von Juwelen? Frag mich nicht. Wenn du es schon nicht weißt. Haha, stimmt, tut mir leid. Ich kann meine Neugier bloß kaum mehr zügeln. Also Randall, ich will ja nicht sagen, dass wir noch 100 von Stockwerken vor uns haben, aber er sagt dir, dass wir nicht erst ein winziges Stück des Weges zurückgelegt haben. Machst du dir keine Sorgen? Herschel, wir erforschen nur alte Ruinen, mitten in der Wüste. Nirgendwo wäre ich lieber. Es ist, als hätten diese Mauern ganze Äonen lang auf mich gewartet. Also nein, Sorgen mache ich mir keine. Schön, dass du so ruhig bleibst. Sicher wären die Aslanti froh, dass du so viel Spaß an ihrer Ruine hast. Den müssen wir hochschieben. Den brauchen wir nochmal als Stoppung. Yeah! Mineralien. Und noch ein Rätsel. War? Oh nee. Wie viele Hirsche sind es? Ist doch blöd, ey. Ach, leider ist es hier Stockduster. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zehn? Hatten wir den schon? Na toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Weil es waren zwei Hirsche im Hintergrund. Ich habe sie genau gesehen. Die sind mit dem Kopf zueinander. Habt ihr das gesehen? Aufgepasst, Herschel! Wenn man das erste durchschaut hat, ist das zweite auch nicht mehr schwer. Ja. Seht ihr, da ist ein Hirsch und da ist der zweite. Die haben sich lieb. Ein wunderbar passendes Rätsel. Die Ruinen übertreffen meine Erwartungen mehr und mehr.
schön. Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, Randall. Rätselkammer, keine Ahnung. 735, 28.000. Am besten, wir machen mal die zwei kaputt. Achso, geht nicht. Nein. So, dann auch den hier rüber. Und nach oben. Nein, den nach oben. Perfekt. Wir sind so schlau. Nein, Mumienkammer. Ich will nicht. Stachelmumien. Noch mehr von diesen klappernden Spukgestalten. Wir müssen schon fast am Ziel sein. Wie kommst du denn darauf? Ist doch logisch, Hirsch. Je stärker der Widerstand, desto näher das Herz der Festung. Aber keine Zeit für Plaudereien. Denken wir lieber daran, wie wir durch diese Kammer kommen. Mist. Tschüss. Easy going. Boah, ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. In dir steckt doch ein echter Archäologe. Nun, ich kann der Sache einen gewissen Reiz nicht abstreiten. Aber wirklich, Archäologie ist nichts für mich. Wie redest du denn? Wenn's dir doch gefällt, wie kann es dann nicht das Richtige für dich sein? Es gibt so viele Rätsel auf der Welt, die gelöst werden wollen. Wir könnten so viel Spaß zusammen haben. Du bist wirklich ein Meister im Motivieren. Aber im Ernst, langsam wird es mir hier fast zu abenteuerlich. Ach, Quatsch. Wo ist denn ein Sinn für Nervenkitzel? Uns beiden geht es doch prächtig, oder? Und so fit wie wir sind, schaffen wir den Rest mit links. Auf geht's. Schauen wir uns doch mal den Rest an. Ah, wir gehen in die nächste Ebene. Also gut. Oh, andere Musik. Hm, dieser Luftzug. Spürst du den auch? Ja, ganz deutlich sogar. Vielleicht führt hier irgendwo ein Weg ins Freie. Wie aufregend. Schnell, lass uns danach suchen. Ich würde sagen, wir sind so ziemlich durch die Ruinen durch. Ja, Gott sei Dank. Ist zwar ganz schön, aber so viele Parts, naja. Ist das etwa... Ich glaube schon. Endlich! Wir sind da! Herschel, da oben ist das Tor!
Wir sehen können! Randall! Komm, Randall! Lass die Maske los! Gib mir die andere Hand! Randall, ich kann dich nicht mehr halten! Fast hätten wir es geschafft. Verzeih mir. Sag Angela. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr! Gib mir die andere Hand! Nimm die Maske. Herschel, das letzte Rätsel musst du selbst lösen. Nimm sie! Das ist es. Das letzte Tor. Hinter dieser Pforte liegt der verlorene Schatz von Aslant. 100! Oh Gott. Das letzte Tor, das den Weg zum Schatz versperrt, hat 5 Vertiefungen, die mit kuriosen Symbolen versehen sind. Darunter befinden sich 9 Steinblöcke, die perfekt in die Vertiefungen passen. Zufall? Hilf Herschel herauszufinden, welche 5 Blöcke du in welcher Reihenfolge in das Tor einsetzen musst, damit es sich öffnet. Oder? Oh Mann. Randall, du hast dein Leben gegeben für all dies, für Edelsteine, für glänzenden Ramsch. Das war es nicht wert. Das Vermächtnis der Aslanti, es hätte dir gehören sollen. Ich will es nicht. Was ist in der Kiste? Vielleicht die Maske der Ordnung?
Verzeih mir. Es gab einen Unfall. Randall, ich werde Stansbury verlassen. Kein Schatz von Asland, keine weiteren Masken mehr. Mir reicht's. Ich werde dich niemals vergessen. Ich brauche nur etwas Abstand von allem. Herschel, bist du fertig? Fast. Nur noch einen Augenblick. Selbstverständlich, mein lieber Junge. Der Wagen steht bereit. Komm einfach, wann du magst. Vielen Dank. Hallo, Randall. Ich habe das letzte Rätsel gelöst. Der Schatz war genau da, wo du sagtest. Und er hätte dich wirklich berühmt gemacht. Ich habe keinem davon erzählt. Es wird auf ewig unser Geheimnis bleiben. Hier. Du hast dein Leben dafür geopfert. Er gehört dir. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.